Treffen meine Augen auf. Mal. Das sah die Zelte aus. Von der Viehhofstraße in die Petkumstraße. Was erzählen wir Jost Leute? 11 Uhr. Erstmal wird eine Tagesordnung erstellt. Besprechung des Umzugs. Bericht über Nolte und Veröffentlichung unserer Arbeit im Zeitmagazin. Unsere Zeitung. Examen. Ja, hier ist Klopstock, hier muss man langsam fahren. Nolte. Keinen langen, ausführlichen Artikel schreiben, sondern kurze Statements abgeben. Achim, es gibt in den Zeitungen gerade eine Reihe von Artikeln über die Praxis in Kunsthochschulen. Ach, hier noch der Ventilator. Zum Beispiel Artikel in der FAZ über Harry Kramer. Ich schließe daraus, dass die Zeit eher an Ausbildungs- als an Kunstproblemen interessiert ist. Jetzt erhebt sich die Frage, was wir zeigen sollen. Andrea, zum Beispiel die Zeltschule. Allerdings müssen wir aufzeigen, dass es sich dabei um zwei Probleme handelt. Bildzeitung ist ein Verdummungsexemplar, was wir nicht mehr kaufen. Ich meine, wenn Jugendliche die Pille nehmen, wird die Sexualität ausschweifen, dann kann von Liebe keine Rede mehr sein. Wohl alle bisher bekannten Methoden der Empfängnisregelung stören in irgendeiner Weise die Bekundung der Liebe. Zeigt den Herrn im Bundeshaus! Treibt den Herrn den Notstand aus! Zeigt den Herrn im Bundeshaus! Musterbeisetzung. Institut das letzte Gerücht. Erledigung aller Formalitäten bei Todesfällen im Bereich der menschlichen Verständigung. Mit einer Anzeige im Lebensbereich der Leitfragen. Hier schwarzes Brett der HBK Hamburg. Und mit einer Anzeige in der Tageszeitung. Hier Hamburger Abendblatt.
Informieren Sie bei Todesfällen im Bereich der menschlichen Verständigung kurzfristig Geistesverwandte, Kenner und Anhänger, die dem verstorbenen Zusammenhang die letzte Ehre erweisen. Aufbahrung. Durch eine Aufbahrung ermöglichen wir allen Leidtragenden die Verständigung miteinander über das, was sie von jetzt an gemeinsam entbehren müssen. Zur Aufbahrung gehört beispielsweise die Präparation der Leiche, die Einbalsamierung, hier Schwärzung der Seiten des Magazins und die Totenmaske, hier ein Porträt des letzten Titelblatts der Illustrierten, das letzte Gesicht als das bewahrte Gesicht. Beisetzung. Der Nachruf wird die Leistungen und ihren Willen, die Beisetzung stattfindet, aufzeigen und in unser Gedächtnis einbringen. Als letzter Schritt wird die Denkmalsetzung am Ort des ehemaligen Wirkens vorgenommen. Hier die Mumie der Illustrierten erhält ihren Platz in dem Komitee an. Im Wintersemester des Jahres 1973 dürstet es der Zeltschule nach einem neuen Projekt, welches diverse Medien, Technik sowie Rollen aufgreifen sollte. Diesmal war es das Ziel, im Gebäude der HFDK und nicht außerhalb zu agieren. Mit der königlichen Hochzeit der Prinzessin Anne bot sich die Chance, Besagtes umzusetzen. Die Zeremonie sollte live übertragen werden, während zeitgleich eine Inszenierung der Trauung in der Kunsthochschule durchgeführt wurde. Im Schein der völligen Übereinstimmung sollte vom Öffentlichen in das Private gewechselt werden. Dies wurde durch fiktive Fotoalben ermöglicht, die das Leben der frisch Vermählten visualisierten. A royal wedding, the marriage of Princess Anne and Captain Mark Phillips of the British Army. Elizabeth, welcome. Well, it seems to be an absolutely splendid day for a royal wedding. We'll be looking forward to seeing all sorts of things, the famous glass coach, the parades, the Queen Elizabeth herself, and of course, Princess Anne in her top secret wedding gown, which we've now heard seems to be a white silk affair with a sort of princess line and an Edwardian collar, but we'll have to wait and see about it. And we'll expect a somewhat more detailed description of that. Absolutely. Once we get a look at it. Yes. The pomp and the pageantry have already begun, and the guests have arrived at Westminster Abbey. Even as we speak, the Queen's group is leaving by royal coach.